Dann würde ich sagen, wollen wir denn mal ein Match machen? Wollen wir noch ein bisschen rumrollen über die Händler, wo wir gesagt haben, das wird mir ein bisschen chaotisch? Ja, können wir machen. Wir heulen noch mal ganz kurz. Wir heulen noch ein bisschen. Also wir haben ja Ich gehe gesagt, mal in die Händler rein. ja, bin ich gerade. Wir haben ja hier zwei Stück. Ihr seht das hier. Einmal Wölfli, das ist auch noch eine Frau. Ich wollte gerade sagen, die hat eine Zigarre in der Hand. Nein, die zeigt mit dem Zeigefinger auf mich. Sieht auch aalglatt aus. Also worüber wir gemeckert haben, ist, dass wir keine Nationen haben. Also man hat so das nationalistische Bedürfnis, die eigenen Panzer erforschen. Das funktioniert nicht. Hat einen relativ einfachen Grund, so viele Panzer gibt es heute nicht mehr. Wären halt, sind eher so Grundpanzer, die ja ein bisschen variiert wird, aber es gibt nicht mehr diese Masse an was weiß ich alles Möglichen von einer einzigen Nation. Ja gut, weil heutzutage wird ja auch von gewissen Nationen, die selber keine Panzer mehr bauen, von anderen Nationen halt gekauft und so, ne? Ja, nicht nur das, ist auch so, dass nicht mehr jeder alles baut. Also die Schweden bauen durchaus Panzer, aber nur so ein, zwei oder so, nicht viele. Das sind halt so Spezialpanzer. Und deswegen macht es keinen Sinn mehr, eine einzige Nation zu nehmen, sondern man fasst die zusammen. Obsidian hat gesagt, wir machen eine Fraktion, die eher so die schnellen, agilen Panzer hat, die nicht viel Schaden machen, aber schnell schießen. Wir nehmen eine andere Fraktion, die schwerer gepanzert ist und mehr Schaden macht, aber nicht so schnell schießt. Also die einen sind ein bisschen mobiler, die anderen sind ein bisschen träger. Beide sind sich gleichwertig. Beide haben auch alle Panzerarten, die es gibt. Was auch anders ist, wie bei WoT ist, wenn man hier diese ganze Übersicht bei den Händlern sieht, das ist halt so gemacht wie ein Händler. Also man muss sich die kaufen. Das muss man zwar bei WoT auch, bloß bei WoT war das die Forschung. Da konnte man auf den Panzer klicken, wenn man diesen Baum hatte und man konnte dann halt sehen, ah, in die Richtung muss ich gehen, um den nächsten Panzer zu kaufen. Das ist hier dann mit dem Upgrade, ne? Man muss den Panzer auch komplett erforscht haben, bevor man den nächsten kauft. Das, ja, aber die Forschung geht ein bisschen anders da. Ach so. Ja, Das da merkst du kommt. gleich. Siehst du schon irgendwas Rotes auf den nächsten beiden Panzern? Oben einen roten Balken. Ach, du meinst jetzt eben beim Händler, ne? Beim Händler drinnen, da hast du ja diesen Baum. Bei den Tier-2-Panzern ist da schon ein roter Balken aufgetaucht. Ja. So an, Ja? also, so ganz leicht orange oder Ganz blau. leicht, Ja, auch nur genau. weil du eine Runde gewonnen hast. Wenn man, was natürlich auch schön ist, ist, wenn man auf die einzelnen Panzer drauf geht mit der Maus, dann erscheint sofort eine Beschreibung, beziehungsweise was der Panzer alles hat, beziehungsweise wie schnell er ist, was für eine Tarnung, was für eine Sicht, Nachladezeit und, und. Also, das ist schon, das ist wiederum ganz nett gemacht, finde ich. Also. Ja. Aber wenn du auf deinen Tier-2-Panzer guckst, da verrät er dir auch, wie du die Erfahrung kriegst für den Panzer. Ganz unten. Tatsächlich, Fahrzeugvoraussetzung 155 von 2400 mit dem Vorgänger dieses Fahrzeug verdient. Verdient, was ist damit gemeint? Ja, du fährst Gefechte, bekommst mit dem ersten Panzer Erfahrung und mit der zweiten wird freigeschaltet. Ach so, Du also. musst also nicht wie eine bestimmte Menge erst erfahren und dann ja, erfahren, das ist Erfahrung, und dann kommst du mit dieser Erfahrung frei, sondern die schalten sich automatisch frei mit Hilfe dieses orangenen Balkens. Und dann kann man sie kaufen. Wenn der Balken voll ist, kannst du sie kaufen. Ah ja, okay. Darf ich Das für. ist der Da Hinter Warte, der Hintergrund ist, dass du und vielleicht schon siehst, dass du mehrere Panzer auf einmal frei forschen kannst. Und es hängt immer davon ab, was du erreichen musst mit diesem Panzer. Was du Aha. musst, weil manche muss bestimmten Panzer fahren, andere brauchen bestimmt Schaden, Erfahrung oder was auch immer. Darf ich für die Zuschauer mal fragen, wie weit du da jetzt schon bist, beziehungsweise. Hab hier drei Panzer, da bin ich noch nicht weit. Das ist 2 Tage Naja, oder so. ja, Tier Bis du 3 das ist doch da schon. brauchst, das ist nicht. Tier Ja, 3 immerhin, ist, ne? naja, doch. Gucken, ob ich das auf Das der anderen Seite auch habe. Nee. ist so das, was du als Erfolgserlebnis am Anfang bekommst, das kriegst du relativ schnell. Ja, gut, das ist ja wie bei WoT dann auch. Ich meine, gut, die haben das hier ein bisschen anders gestaltet. Wobei ich bis jetzt noch sagen muss, bei WoT gefällt mir dieser Schritt besser. Also,
Aber man muss auch erstmal abwarten. Haben wir ja gesagt, und du kannst das Ding, wenn du es anklickst, auch frei bewegen und schütteln. Und für uns beide alte Männer ist das verwirrend. Mit dem Mauszeiger reinzoomen und da kriegst du auch so schicke Balken, was die Vor- und Nachteile von dem Panzer sind. Aber das Ja. ist alles so junghektisch. Ja. Also die anderen haben alle, mit denen ich da bis jetzt drüber gesprochen habe, und das waren zwar noch nicht viele, aber die finden das einfach toll. Ne? Wir reden auch nur vom Baum. Wir Ja. waren ja noch nicht im Spiel. Richtig. Da hast du vollkommen recht. Ja. Gut, dann gehen wir zurück mal in die Garage. Haben wir noch irgendwas vergessen? Könnt ihr uns natürlich auch darauf hinweisen? Wir haben eigentlich alles abgeklappert. Zumindest so im Groben. Ja, während des Spiels kommen wir, oder während des gesamten Spiels, da kommen wir mit Sicherheit dann nochmal auf das ein oder andere. Und dann wollen wir die Zuschauer auch nicht länger warten lassen. Dann würde ich sagen, dann lass uns doch einfach mal eine Schlacht durchführen. Die wird ja eh bei mir nicht lange dauern. Wir machen erstmal einen Zug auf. Wie geht das? Frage. Die gehen wahrscheinlich bei den Freunden rein. Machen einen Rechtsklick auf Alf. Einladen. Das ist vollkommen Ah, egal. Da habe Kampfzug ich jetzt, kann ich einladen. leider deinen Namen nicht rüberziehen. Wenn ich per Hand deinen Namen eingeben muss. Ach Was ja. besonders hässlich ist bei Leuten, die Sonderzeichen benutzen. Da freue ich mich schon drauf. Ja, Ah, das. ich hab aber keine Sonderzeichen, Schatzelein. Ja, richtig. Bei dir ist das auch wunderbar. Weil, guck mal, das Kuriose ist, du hast das L und das F klein geschrieben und trotzdem hat er das gemacht. Ja, habe ich das gemacht? Aber du, weißt du was? Es ist dieses Fenster jetzt, ne? Mit diesen quasi, mit unseren beiden Namen und dann, das ist genauso wieder wie bei WoT so ungefähr. Ah, er sagt, das ist ein Kampfzug einladen, elende Hacke. Du hast noch eine Einladung gekriegt. Gruppe war Chat. Ja, genau, aber das Ah. sieht auch so aus. Und guck mal, da hat Frank-Peter halt gleich einen Panzer ausgesucht. Ja, ich habe die Konkurrenzfraktion genommen, sozusagen, während du. Ich habe die gelben genommen, du hast die blauen genommen. Du, ich habe aber noch eine Frage, und zwar ist mir was aufgefallen. Also, was es für ein Tier ist, wird mit einer richtigen Zahl dargestellt. Richtig. Und wir haben dann noch die, wie der Panzer heißt. Aber in dem Viereck, wo die Tierzahl drinne steht, da ist dann auch noch ein Zeichen. Sind die Zeichen ähnlich wie bei WoT? Nee, leider nicht. Ja, sind die auch ein bisschen anders, die Panzer. Deswegen verstehe ich, warum die das so gemacht haben. Fehlt mir hier eine Übersicht, was es alles gibt. Im Prinzip gibt es auch. Ist es sehr ähnlich. BOT von den Klassen her. Aber weil es moderne Panzer sind, sind die Fähigkeiten dann doch ein bisschen anders. Da zum Beispiel haben manche Panzer Raketen, andere haben Nebelwerfer. Sachen. Dorothiers, wirst du das noch gleich sehen. Jetzt nicht gleich, aber demnächst. Ja, gut. Also im Grunde genommen sind es die gleichen Klassen. Sie spielen sich aber einen Tick anders da. Das ist nicht identisch im Spiel. Das ist nur in der Einordnung identisch. Auf jeden Fall, so manche Sachen gefallen mir bis jetzt recht gut, also. Hast du immer nur die Einser gespielt, alle? Wenn ich Dreier habe, muss ich auch dazwischen die Zwo gespielt haben. Natürlich auch meine Dreier. Ja, okay, ja. Dumme Frage mal wieder. Bitte streichen. Cut. So, ich habe gewählt. Du hast gewählt. Das Missionsfeld rechts neben deinem Bild ist nicht aktiv oder ist es aktiv? Missionsfeld? Ich habe kein Missionsfeld. Also du hast Schlacht oben am oberen Ende des Bildschirms, am oberen Ach, Rand das und du meinst hast du jetzt, okay. Ich muss erstmal Schlacht da. ist wahrscheinlich, geht sowieso, geht auch Missionen. Nein. Nee. Also es ist beides so grau hinterlegt, aber das liegt auch daran, weil ich in einem Kampfzug bin, nehme ich mal an. Mal gucken. Ah, gehen wir einfach mal in die Schlacht. Die kennst du.
gehen mal rein und gucken mal, was passiert. Wir kriegen eine Warteschlange. Warteraum und da wird dann halt gezeigt hier schön, wie viele Spieler. Das ist ja ähnlich wie bei WoT. Also die Tiers werden angezeigt und die Klassen sind halt wieder 5 Stück. Und es gibt eine Menge SFLs. Das Falafetten. Ja, gut, okay. Da hast du auch die eine eingekauft. Die können wir nachher irgendwann mal ausprobieren. Hast du auch, ne? Seht ihr, das ist jetzt auch so ähnlich, dieses Bild, wo dann die beiden Teams dann zu sehen sind. Da sind viele M113, ist natürlich klar, das sind so diese Anfangspanzer. Genau, Der das sind die beiden ersten. PT-76, den haben wir ja auch. Boah, du hast den So. gleichen genommen. Ich wollte eigentlich einen anderen nehmen. Egal. Die und die, die Ja. unterscheiden sich auch, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Der eine hat ein Magazin, der hier hat Einzelschuss. Das macht nichts, aber ich habe festgestellt, als ich gestern gespielt habe, der schießt trotzdem ziemlich schnell hintereinander. Ja, das sind halt kleinere Panzer, die haben auch recht ein leichtes Geschütz. Und du da hinten. Mal zu mir rüber rechts gefahren. Zu mir rechts. Geht, das ist eine gute Frage. Wo bist du überhaupt? Bist du das Kreuz oder was? Nee, das Kreuz ist die Flagge, die wir verteidigen. Aber jetzt siehst du mich, nachdem die anderen Panzer alle weggefahren sind. Rechts ist ein grüner Punkt. Ah, ein Grüner bist du. Du bist ein Grüner. Grün ist die Hoffnung. Jawohl. Selber bist du gelb. Ich bin selber, bin ich orange, glaube ich. Aber gut. Ja. Aber, das Lenken ist aber anders. Nee, WASD. Ja, nein. Der lenkt nicht so schnell rum, weil ich schneller fahren kann mit dem auch. Also, 35, 36 Stundenkilometer, das geht noch. Wir haben Das wird noch jetzt richtig schnell. den Sound habe ich ziemlich leise gestellt. Ich werde den dann gleich mal höher stellen, weil wir wollen ja schon so ein bisschen die Motoren rauschen hören. Aber man sieht hier auch schon, ne? Moderne LKWs, moderne Container. Wir sind also Richtig in so schöner einem, Containerhafen. ja, genau, wir sind in einem Das ist Containerumschlagplatz. so einer der großen Unterschiede. Die Grafik ist halt modern. Fahren wir nicht ganz dicht hinterher. Wir fahren mal hier lieber dem Tankfracht-Containerschiff hier vorbei. Also da ist ein Containerschiff tatsächlich. Ich fahre jetzt, wie du gesagt hast, einfach mal hinter dir her. Wobei ich, da sind wir, okay. Also Was da. du auch so siehst, es ist ziemlich hochgebaut alles. Hör auf, das ist generell bei allen Karten so. Das kenne ich nur von alten Karten von WoT her, dass das so auftürmt. Ich will mal gerade kurz, kann man das Garage betreten? Ne, kann man nicht während des Spiels lauter machen. Mach mal Escape und mach Hauptmenü. Das kann man Dann einfach hast du machen. Sounds. Ah ja, da. Musik, Spezialeffekte. Dann gehen wir mal mit den Spezialeffekten ein bisschen höher. Was bedeutet Meister? Meister sind alle komplette Lautstärke, ne? Davon aus, ja. Dialoge wollen wir Hauptmenü. auch nicht, okay. Meister, ja. Bestätigen zum Spiel zurück. Ja, ist aber nicht wesentlich lauter geworden. Hätte ich übernehmen sagen müssen, ne? Verdammt. Hauptmenü. Sound, ja, ist Spezialeffekte übernehmen. Schließen. Zurück zum Spiel. Könnte ruhig noch einen Tick lauter. Also was mir aufgefallen ist, wo ich mein erstes Match gemacht habe, habe ich nur mal so auf die Schnelle gemacht. Da ist mir aufgefallen, dass die Karten meiner Meinung nach recht groß sind. Aber das, Groß. ja, also jetzt, ich sage jetzt mal einfach von der Kilometerzahl her. Aber vielleicht ist das auch. Kann sein. Habe ich nicht wirklich drauf geachtet. Kann aber wirklich sein. Weil die weiterreichen. Ah ja, jetzt habe ich. Sind denn die heutigen Panzer so leise? Nee, ne? Das haben sie nicht geschafft. Auf jeden Fall ist das schon mal eine Abwechslung. Dieses Moderne hier mit den Schiffen jetzt hier und mit den
Containern. Ich höre schon die ersten Schüsse. Auch gleich die erste Leiche, die bin. Der fährt so schnell, man kann gar nicht so schnell lenken, finde ich. Das ist halt noch schlimmer. Du kriegst später einen Radpanzer. Der ist, mein Empfinden nach, schlingert der. Kennt das von War Thunder? Das ist ein Problem der Physik-Engine einfach, die auf eher schwere Panzer ausgelegt ist. Die rechnet sozusagen. Und Die Steuerung ist grundsätzlich genauso wie bei WOT, habe ich festgestellt. also die Physik funktioniert besser mit den höheren Tiers als mit den niedrigen. Darauf wollte ich hinaus. Wobei das Problem wirklich nur meiner Erfahrung nach, meinem Empfinden nach, bei den Radpanzern auftritt. Der ist hinter der Halle. Entschuldigung. Und nicht bei den anderen Panzern, bei den Kettenpanzern, die gehen. Ich weiß noch nicht, wie das später mit den Jeeps wird. Naja, Spoilerst gut. du mich denn Ich hier? muss ganz ehrlich sagen, das werden wir ja dann sehen. Wenn wir das Spiel wirklich noch eine Weile spielen sollten, was vielleicht auch mit Sicherheit ganz interessant ist, wenn man dann solche Abwechslungen hat. Ich werde das mit Sicherheit, wenn die Leute das gerne sehen möchten, werde ich es dann auch öfters bringen. Irgendwo versteckt sich hier noch ein Panzer, der. Ich habe irgendwo was gesehen, ja. Ich kriege die Kurve, der lenkt so schlecht rum, finde ich. Gut, das Der ist. lenkt sich relativ träge, meiner auch. Das ist beim anderen ist das besser. Ja, das ist ja. Wir beide haben ja den gleichen, ne? Oder hast du deinen schon Eben, eben. weiterentwickelt? Also meiner ist voll ausgebaut, aber trotzdem ist es der gleiche Panzer, der fährt sich genauso träge. Also die Musik muss leiser. Da hinten vorne ist einer. Naja, gut. Oh, Und Sieg. tschüss. Oh, da kann ich ja gleich mit dem Sieg aufwarten. Jawohl. Juhu. So, Leute. Gratulation, du hast keinen Schuss abgegeben. Doch, einen habe ich abgegeben. Einer hast du abgegeben. Ja, du warst halt beschäftigt im Lauterstellen und damit warst du vorbei. Ja. Hast du deinen Schuss abgegeben? Warte mal, du siehst gleich die Zusammenfassung vom Bericht, den können wir auch ein bisschen erklären. Amoret Warfare, da steht's wieder. Schönes Bild. In Metall geprägt. Teams. Kannst du mal Oh, kleiner du machen? hast fünf. 5 Kills. 5 Kills hast du gemacht. Ey, du bist ja ein Mörder. War ein Mörder, ne? Während du den Ton laut und leiser gestellt hast, hab ich da mal aufgehört. Naja, ganz hervorragend. Das ist ja wieder typisch. Da kriege ich mit Sicherheit in den Kommentaren wieder was zu hören. Gut, nichtsdestotrotz, das soll die erste Folge gewesen sein. Amoret Warfare, wie gefällt es euch? Kommentare sind erwünscht. Und wenn ihr mehr sehen wollt, auch in die Kommentare. In diesem Sinne, wir sehen uns dann in der zweiten Folge. Bis dann, Und tschüss. tschüss.